Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich feststellen für die Fraktion Die Linke, dass ich den vorliegenden Realisierungsvorschlag sehr gut finde. Der ist auf der Höhe übrigens auch des wissenschaftlichen Diskurses und will mich auch namens meiner Fraktion bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern herzlich bedanken. Das ist eine sehr gute Grundlage zur weiteren Diskussion. Ich möchte zum Zweiten feststellen, dass es allerdings dort einige Leerstellen gibt, die wir unbedingt weiter diskutieren müssen. Auch hier im Bundestag haben geschichtspolitische Komponenten. Das ist zunächst einmal die Frage der juristischen Aufarbeitung, insbesondere der Taten und der Umgang mit den Tätern. Das ist eine große Leerstelle, weil hier wird zu pauschal gesagt, dass die juristische Aufarbeitung in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich vergleichbar ist. Das ist dezidiert nicht, denn in der DDR gab es bekanntermaßen eine deutlich intensivere Entnazifizierung, wenn man so will, als in der damaligen Bundesrepublik, wo die ganzen alten SS- und Reichssicherheitshauptamtleute nämlich wieder in Amt und Würden gewesen sind und es deswegen eben keine vorbildliche Aufarbeitung gegeben hat. Das muss man hier so feststellen, sonst hat man keine Ahnung von Geschichte. Das Zweite, was ich feststellen will, und das ist ja in Ansätzen dort auch wirklich vorhanden, das ist schon noch mal eine Einordnung des völlig entgrenzten Vernichtungskrieges gegen den Osten damals. Das ist doch zu wenig spezifiziert, denn der ist ja gerade dadurch gekennzeichnet gewesen, durch die Suspendierung nicht nur aller Rechtsregeln, die es bis dahin galt, in der Kriegsführung beispielsweise, sondern vor allem dadurch gekennzeichnet gewesen, dass er alle bis dahin gekannten Zivilisationsregeln aufgehoben hat. Das will ich an einer Zahl noch mal machen. Die Sterblichkeitsrate bei Kriegsgefangenen der Roten Armee lag bei 60%. Das sind 3,3 Millionen Leute, vor allem in Wehrmachtslagern, schlicht verhungert. Und wenn wir uns dagegen die Sterblichkeitsrate bei alliierten Kriegsgefangenen, westlichen alliierten Kriegsgefangenen angucken, lag sie bei 3,5%. Also deswegen können wir erkennen, dass wir es hier mit etwas anderem zu tun haben. Ich möchte aus aktuellem Anlass, warum dieses Dokumentationszentrum wirklich dringend notwendig ist, schon noch auf die aktuelle Debatte und bestimmte Töne hier eingehen. Und so leid es mir tut, will ich noch mal Jürgen Trittin hier direkt ansprechen, weil insbesondere Sie von den Grünen sind hier auffällig geworden. Jürgen Trittin sagt in einem aktuellen Interview, ich darf zitieren: Jetzt erleben wir die Rückkehr des imperialen Eroberungskrieges und der ähnelt in vielen Orten dem Vernichtungskrieg von SS und Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Es gab mehrere Vergleiche von Ihnen dort in dieser Hinsicht. Ich möchte das in aller Form zurückweisen. Das ist nichts anderes als eine Relativierung der Verbrechen des deutschen Faschismus, um das in aller Klarheit zu sagen. Und auch in den Medien, wo von einem Vernichtungskrieg von Russland gegen der Ukraine gesprochen wird, wollen wir bitte schön historisch korrekt bleiben. Es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg. Es ist kein Vernichtungskrieg. Was ein Vernichtungskrieg ist, möchte ich zum Abschluss kurz zitieren. Im Morgengrauen des 29. September sperrten Angehörige der Polizeibataillone die Umgebung der am Stadtrand von Kiew gelegenen Schlucht Babijar und die Straßen, auf denen die Opfer von der Stadt kommen sollten. In langen Kolonnen zogen jüdische Männer, Frauen und Kinder zu dem befohlenen Platz. Von dort trieb sie die SS weiter zur Schlucht von Babijar. In der Nähe des Eingangs zur Schlucht registrierten SS-Männer die Opfer. Sie mussten ihre Wertsachen abgeben und die Kleider ablegen. In der Schlucht erschossen die Angehörigen des Sonderkommandos 4a im Laufe des 29. September und des nächsten Tages über 33.000 Menschen. Das ist der Vernichtungskrieg gewesen, und der Begriff des Vernichtungskrieges ist bitter erkämpft worden in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen von der Wissenschaft, und er ist mit nichts anderem zu vergleichen. Und deswegen weise ich das zurück und lade auch insbesondere einige von Ihnen herzlich dann zur Eröffnungsausstellung in dieses notwendige Dokumentationszentrum ein. Vielen Dank.